back from the dead. Und willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und wir schauen mal direkt rein und sehen, dass Blaze noch da ist. Letzter Tag vermutlich. Das heißt also, schlagt auf jeden Fall zu, wenn ihr Molten Renegade Raider sozusagen haben wollt. Also, 1500 V-Bucks für die gute hier. Absolut nice. Ich finde den Background so geil, ne? Von diesen Lava-Series. Naja, egal. Auf jeden Fall richtig nice. Letzter Tag. Dann geht's weiter mit dem nächsten Set. Ready, Aim, Fire. Und zwar Firing Line ist drin. Gehört natürlich zu Shooting Gallery. Sieht auch nice aus, muss ich sagen. Ja, dieser Effekt ist schon geil. Vor allem diese grellen Farben, ne? Die kann man eigentlich auch relativ gut sehen. Okay, beim Helikopter ist vielleicht nicht so gut, aber auf jeden Fall Hitman am Start. Das heißt also, wenn man getroffen werden möchte unbedingt, dann nimmt man den. Der sieht auch gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Natürlich mit dem Backpack. Okay, ist natürlich absolut krass. Ich bin mal gespannt, ob man den oft sieht im Spiel. Pay to lose. Geil. 1500 V-Bucks für den guten hier. 45 Tage her, dass das Set zuletzt drin war. Absolut nice. Dann haben wir Dark Rex drin wieder. Der kommt in zwei verschiedene Varianten, genau, einmal in lila, einmal so in weiß. Backbling natürlich genau die gleiche Farbkombo. 1200 V-Bucks, da kommt natürlich Dark Dino Bones dazu. Und wir haben natürlich auch Dark Tricera Ops dabei, die auch in zwei verschiedene Varianten kommt. Genauso wie er Dark Hatchling. Genau, 1200 V-Bucks. Ganz cool das Set auf jeden Fall. 31 Tage her, sorry. Jetzt kommen wir zum nächsten Set, Slurp Squad Set. Party Animal drinne, dazu Assault Bomber, was jetzt nicht wirklich dasselbe Set ist, aber 1200 V-Bucks für das hier, fürs Flugzeug. Und dann haben wir Raptor drinne, der ja in zwei Varianten mittlerweile kommt und mit seinem Backbling, was nicht zwei Varianten hat, 2000 V-Bucks kostet und die werbliche Version genauso teuer ist, aber nicht zwei verschiedene Varianten hat. Also da muss Epic auf jeden Fall ein bisschen aufrüsten, denn das kann nicht sein, dass die männliche Version teurer ist. Genauso teuer ist, meine ich, und einen zweiten Style bekommen hat. Ist natürlich ein bisschen schade, 30 Tage her. Weiter geht's auf der Daily-Seite mit Brawler für 1200 V-Bucks. 20 Tage her. Dann haben wir Icebreaker drin. 25 Tage her. Wir haben Soul Trooper drin, 800 V-Bucks. So ein klassischer Style aus der Vergangenheit sozusagen. 35 Tage her. Dann haben wir Slurp drin, den Rap für 700. Bisschen teuer für einen animierten Rap. Trotzdem würde der eine oder andere sagen, dass es sich lohnt, weil der sieht schon nice aus. Also wer drauf steht, ja, sieht so ein bisschen aus wie dieser Magma-Dings, ne? Beziehungsweise ist genauso teuer wie dieser Magma-Dings und hat so auch so eine komplette Animation. Weiter geht's mit Daydream, 800 V-Bucks. 27 Tage her. Und wir haben Slowclap drin für 200. 21 Tage her. Ja, also Highlight geht natürlich nochmal raus an Blaze, muss man ganz klar sagen. Wobei ich sagen muss, ich finde den Hitman ziemlich lustig. Ja, ansonsten geht der Shop so, muss man sagen. Ich gebe dem Shop heute nur eine 5 von 10. Dran denken, letzter Tag heute für Blaze, so wie es aussieht. Die Features bleiben in der Regel nur 2 Tage. Ihr seht es auch oben, 20 Stunden noch jetzt in dem Fall, wo ich es aufnehme. Das heißt also, schlagt da auf jeden Fall zu, wenn ihr die haben wollt. Supporten könnt ihr mich auf jeden Fall mit dem Creator-Code VanSnipes. Egal, was ihr euch kauft, freue ich mich immer drüber. Like und ein Sub auch. Und dann hören wir uns morgen wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.